Zielstrebig und fast schon ein wenig zu schnell für die anwesende Presse ließ Finanz- und Heimatminister Dr. Markus Söder seinen Worten vom vergangenen Jahr Taten folgen. Die Enthüllung des Hinweisschildes und gleichzeitige Einweihung der neuen Dienststelle des Landesamtes für Steuern in Zwiesel. Damit ist die Trilogie mit München und Nürnberg perfekt. Der epochale Meilenstein ist umgesetzt. Und mit dem offiziellen Dienstbeginn des derzeit 8-köpfigen Aufbauteams vor Ort geht die Behördenverlagerung auch gleich in die nächste Runde. Wir haben jetzt hier das erste Aufbauteam starten können und das Positive ist, alle wollten freiwillig hierher, was sehr positiv ist. Wir machen jetzt sukzessive die Versetzung von Personen, aber auch von Stellen, denn viele Stellen, die in München dadurch frei werden, weil Leute in Pension und Ruhestand gehen, werden wir hier versetzen, sodass Stück für Stück auch Leute aus der Region einen Arbeitsplatz bekommen. Das hat einen doppelten Effekt, es werden Arbeitsplätze geschaffen und auch mit jungen Leuten aus der Region zu besetzen. Also wir sind gut im Zeitplan. In relativ kurzer Zeit meldeten sich 14 Freiwillige für den Dienstantritt in Zwiesel. 8 von ihnen sind bereits vor Ort. Unter ihnen auch Andreas Hanus und Herbert Erras. Für den einen ist es eine Rückkehr in die Heimat, für den anderen jedoch gänzlich neues Terrain. Es wurde mir gesagt, ja, ich kann meinen Job erweitern, auch wenn erst, als wenn es erst nur geheißen hat, dass hauptsächlich der Steuerbereich, aber mittlerweile ist es auch möglich, dass zumindest für mich und einen Kollegen, dass wir auch von IT-Bereich her fürs Landesamt weiter in Zwiesel arbeiten können. Das hat dann ganz gut gepasst und die Chance ergriffen, genutzt und bin ganz glücklich drüber. Ich mache EDV-Schulungen in Nürnberg, in München und in Zwiesel. Und von dem her ist der Standort bei mir relativ egal. Ja. Und ich bin durchaus aufgeschlossen für Zwiesel. Also ich bin jetzt 50 geworden erst. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Es wird ja noch ein paar Jahre dauern, bis hier wirklich alles mal mit Macht losgeht. Und bis dahin haben meine Jungs vielleicht studiert. Meine Frau und ich werden auch nicht jünger. Und hier die Möglichkeiten, finde ich, sind richtig gut. Diese Einstellung teilen allerdings bei weitem nicht alle der 3.155 Beschäftigten, die im Zuge der groß angelegten bayerischen Behördenverlagerung wechseln müssten. Allein im Zwieseler Landesamt für Steuern sollen laut Söder in spätestens 5 Jahren 100 Angestellte arbeiten. Deutlich zeitnah müssen sich nun allerdings die Verantwortlichen Gedanken zu deren optimaler Unterbringung machen. Wir wollen einen effizienten Bau haben, möglicherweise sogar einen Neubau machen, der auch ein bisschen Stadt integriert werden kann. Aber das muss dann sauber stattfinden. Wir wollen, wie gesagt, nicht Steuergelder verschwenden, sondern sie richtig im ländlichen Raum einsetzen. Wenn man weiß, dass das Finanzamt hier allein in Zwiesel 2 verschiedene Standorte hat. Wir haben im oberen Bereich auch eine Behörde, die Agentur für Arbeit und jetzt das Landesamt für Steuern. Also es macht durchaus Sinn, hier städtebaulich zu denken. In Sachen Quartiersmanagement gibt es Möglichkeiten, diese zusammenzufassen, zusammenzulegen. Das ist legitim und das muss man machen. Die Entscheidung für einen möglichen neuen Standort könnte noch vor der Sommerpause fallen. Optionen dafür prüft bereits die Immobilienfreistaat Bayern im Rahmen des zentralen Flächenmanagements, auch mithilfe der Stadt Zwiesel. Unterdessen arbeiten sich Andreas Hanus und seine Kollegen Stück für Stück in ihr anspruchsvolles Aufgabenfeld ein. Das ist der Bereich der Fortbildung, den wir in Zwiesel konzentrieren wollen. Das ist der Bereich, ich sag's mal so, einer stärkeren Fallanalyse, um Steuerbetrug bekämpfen zu können. All das beginnt jetzt schon. Ich denke, dass der Arbeitsalltag der Kollegin hier gut angelaufen ist. Aber nachdem es erst für die meisten, bis auf den Herrn Denk, ein paar Tage sind, würde ich sagen, wir treffen uns in einem Jahr wieder und dann kann ich Ihnen sagen, wie es den Kollegen geht. Ich denke, es wird Ihnen gut gehen. Ich bin immer Mitglied eines Aufbauteams.